verstörende Wahrheit hinter Charlie und die Schokoladenfabrik. Am Set des alten Willy Wonka-Films war wirklich alles essbar. Sogar der Schokoladenfluss war echt. Er bestand aus Sahne und Schokolade. Doch die Sahne wurde nach ein paar Tagen schlecht und deswegen stank der Schokoladenfluss wirklich furchtbar am Set. Es gab jedoch eine Sache, die nicht essbar war, und zwar dieser Becher. Er bestand aus ekelhaft schmeckendem Wachs. Der Schauspieler wurde gezwungen, den Becher immer und immer wieder für den perfekten Take zu essen. Durch ihre Rolle war Violet gezwungen, die ganze Zeit Kaugummi zu kauen. Durch das ganze Kaugummi-Kauen hat sie Karies bekommen und Zähne verloren. Außerdem ging die lilane Farbe wochenlang nicht mehr von ihrer Haut ab. Der Schaum aus dieser Szene war giftig und die Schauspieler, die ihn abbekommen haben, hatten eine allergische Reaktion. Sie mussten daraufhin alle Medikamente einnehmen.